Neuer King of the Streets Fight, 20 Minuten mit Hoyboy. So, der Kollege heißt Skullman. Interessanter Name. Einfach Totenkopf, Mann. Und das ist Hoyboy. Hoyboy haben wir schon mal kämpfen gesehen. Skullman ist neu, den kenne ich noch nicht. Der ist aus Katalunya. Schön, echt ein guter Start bereits in diesem Fight, ne? Ja, dieser Skullman versucht hier ein bisschen in den Bodenkampf zu gehen, so wie es ausschaut, aber Hoyboy will im Stand bleiben. Gute Linke. Junge, jetzt schon da so ein Cut offen, krass. Also eine Sache, die man halt sofort sieht, ist, dass Hoyboy, der was Technik angeht, im Striken, im Stand-Up, einer der besten Fighter ist, die man bei KOTS bis jetzt gesehen hat. Er hat wirklich einen sehr technischen Hintergrund. Während viele Fighter, die bei King of the Streets kämpfen, einfach nur so Hooligans sind, ist er halt wirklich ein professioneller Fighter, ne? Der kämpft ja, hat er ja bei Bellator gekämpft, wenn ich mich nicht täusche. Also der hat eine richtig professionelle Kampfausbildung. Und das sieht man auch in der Art und Weise, wie er sich immer bewegt und wie er auch die Aktionen bringt. Oh mein Gott, was war das für ein knackiger Konter, linker Haken, Mann. Skullhand hat ihn erstmal, Skullman hat ihn hier runtergeschickt. Warte mal, eiskalt. Richtig schön gemacht. Aus der Deckung heraus mit dem linken Haken rausgeschossen und ausgekontert direkt an das Kinn. Und wie er direkt den Rücken nimmt. Also da sieht man, das Grappling ist, glaube ich, die Stärke von diesem Skullman. Und er möchte da auch wirklich reingehen, weil er mit Hoyboy nicht unbedingt im Stand-Up bleiben möchte. Aber der verteidigt sich da ganz gut dagegen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt ist das Tempo ein bisschen raus aus dem Kampf. Jetzt kommt dieses, ja, an der Käfigwand. Beide versuchen hier ihre Lücken beim Gegner zu finden, um einen Vorteil sich zu verschaffen. Würdest du dafür 10.000 mitmachen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde für kein Geld der Welt bei King of the Streets mitmachen wahrscheinlich. Starke Ellbogen. Oh. Junge, was ist das für eine Aktion gewesen? Habt ihr das gesehen? Schaut mal bitte, wie er mit dieser rechten da durchzieht. Da kann Hoyboy echt froh sein, dass die nicht reingegangen ist. Schaut mal. Boah. Junge. Hat er Glück, dass sie da nicht komplett ins Ziel gegangen ist. Wobei die ihn sogar ein bisschen erwischt hat, ne? Aber so mehr gestriffen oben an der Nase. Junge, hat er da durchgezogen und Hoyboy hatte hier nicht die Möglichkeit, irgendwie auszuweichen. Der hat die aber so ein bisschen mehr an der Stirn angenommen, den Schlag. Ein bisschen weiter rechts unten und ich glaube, Hoyboy wäre weg gewesen. Boah, das war richtig böse, die Aktion, ne? Aber bislang, muss ich sagen, ist das wirklich ein geiler Fight. Das ist bislang so ein Fight, der sauber abläuft. Ich sehe hier noch nichts, was dreckig abläuft, wo ich sage, okay, das ist mir ein bisschen zu dreckig. Bis jetzt ein geiler Fight zwischen zwei Typen, ja, zwischen zwei richtig technischen Fightern auch, die sich ein gutes Duell hier liefern. Für King of the Streets
echt hohes Niveau gerade. Der wird noch richtig dreckig. Oh, okay. Alles klar, dann schauen wir mal. Diese lange linke Hand von Huibui, die rechte, ne? Die lange linke gerade, die ist echt gefährlich. Und da kam wieder dieser kurze Konter, linker Haken. Schön, kurz abgetaucht und mit der rechten reingegangen. Der wird aber immer gekontert nach der linken. Ja, dieser Skullman hat mittlerweile ein bisschen erkannt, wie das abläuft. Und hat natürlich auch seine Antworten darauf parat. Mal sehen, wie es weiterläuft. Ich glaube, besonders bei den beiden wird das Thema Ausdauer entscheidend sein, ne? Weil die sind so rein fighterisch, rein technisch schon auf einem ähnlichen Niveau. Da gab es kurz einen Uppercut und dann im Infight aus dem Clinch heraus die Aufwärtshaken von Skullman. Rein vom technischen, vom Fighter-Aspekt sind die, glaube ich, recht gleich auf. Es wird aber entscheidend sein, wer mehr Ausdauer hat am Ende. Stark. Ja, ich glaube, hier sieht man, dass die Ausdauer von Huibui besser ist. Da immer wieder diese lange linke, die er durch die Mitte durchbringt, ne? Seine beste Hand aktuell. Der Spanier ist auch schon 39, ja. Das ist natürlich nicht mehr in seinen jüngsten, in seiner besten Zeit, ne? Schon da etwas drüber hinaus, aber immer noch ein sehr, sehr zäher Typ, unfassbar guter Fighter. Aber die Kondition lässt nach, das sieht man sofort. Das Alter holt irgendwann ein, bei manchen früher, bei anderen später, das stimmt. Das Alter ist ein Gegner, den niemand bezwingen kann. Egal wie krasser Fighter du bist, das Alter gewinnt immer gegen dich. Die Zeit gewinnt immer. Deswegen muss man irgendwann auch den richtigen Absprung schaffen. Man sieht auch, er ist nicht mehr so reaktiv, ne? Seine Konter kommen auch nicht mehr so explosiv. Sondern er ist immer abwartender und lässt Huibui hier viel zu viele Aktionen machen. Huu, gut abgetaucht. Oh mein Gott. Das war eine knackige Hand, die ja da abgetaucht ist. Und ich sehe also wirklich jetzt schon eine Frau. Ich habe jetzt schon so 6, 7 Frauen, glaube ich, im Publikum bei KOTS gesehen. Krass, hätte ich nicht erwartet. Ah, da steht sogar Tom. Die hat geklatscht, Mann, die Hand. Warum macht man damit, wenn man da so viel riskiert für wahrscheinlich wenig Geld? Ja, für manche Menschen ist es halt dieser Adrenalinkick, ne? Die brauchen das, die wollen das. Kurz mit der rechten noch ein bisschen geantwortet, aber da war nicht wirklich Power dahinter. Huibui merkte jetzt, glaube ich, auch mittlerweile, dass sein Gegner schon echt müde geworden ist und dass er hier seine Vorteile hat.
wird auch immer mutiger mit seinen Aktionen. Muss nur aufpassen, dass er nicht hier in so einem wilden Konter reinspringt, ne? Weil er seine Gegner vielleicht nicht mehr konditionell ernst nimmt. Schöne Aktion von ihm. Also er ist immer noch brandgefährlich. Er ist nicht mehr so aktiv, weil er nicht mehr die Ausdauer hat. Aber die Aktionen, die er macht, die sind immer noch ziemlich gefährlich. Und da muss Huibui aufpassen. Der Mann ist noch lange nicht raus aus dem Kampf. Schau mal, was die meisten jetzt gerade nicht vielleicht im Auge haben, ist, die kämpfen jetzt mittlerweile 10 Minuten durch. Jeder, der von euch schon mal ein paar Runden Sparring gemacht hat, ne, weiß, wie anstrengend eine Runde ist, wenn man 3 Minuten zum Beispiel machen muss oder 5 Minuten zum Beispiel machen muss. Dann hast du eine Pause dazwischen, dann kommt die zweite Runde. Die machen gerade 10 Minuten durch, ohne Pause. Das ist extrem anstrengend. Da hat er sich eine gute Hand gefangen gerade. Oh, jetzt wackelt er sogar ein bisschen. Da hat er ihn jetzt ordentlich angeklingelt. Das waren die besten zwei Hände, die Huibui reingebracht hat bis jetzt. Aber Junge, der andere nimmt aber auch die Hände, ne? Richtig zäher Typ. Selten, dass man so einen Kampf bei KOTS sieht. Die meisten Kämpfe, die wir bis jetzt gesehen haben, die waren innerhalb von so einer Minute oder so vorbei. Ja, hart erwischt, runtergegangen und dann am Boden weggemacht. Aber hier sieht man halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, zwei Fighter technisch auf einem sehr hohen oder auf einem sehr ausgeglichenen Niveau. Und jetzt geht das ganze Ding über die Ausdauer. Junge, wie lange geht das Ding noch? Wir sind jetzt erst bei der Hälfte. Willst du mir erzählen, dass sie jetzt noch weitere 10 Minuten kämpfen? Stellt euch einfach mal vor, ihr seid in einem Streetfight, ja? Draußen nach der Disco, ihr stresst euch mit so einem Typen und der Stress eskaliert in so einen 20 Minuten Streetfight. Volle Kanone. Stellt euch das einfach mal vor. Einfach 20 Minuten Streetfight. Wow. Also Skullman passt auf jeden Fall gut zu dem Typen, Junge. Sein Schädel, ja, ich weiß nicht, aus was der gemacht ist, aber der nimmt die Hände hier von Huibui weg, als wären die gar nichts. Bärnackel direkt auf das Ohr und wackelt nicht. Obwohl er schon so müde ist. Der hat richtige Nehmerqualitäten. Und immer noch gefährlich zwischendurch. Zwischendurch hat er immer noch kurz seine Glanzmomente. Es fehlt das Volumen, weil einfach müde, aber... Oh, das könnte jetzt bald gefährlich werden, diese Stelle.
Wenn er nicht aufpasst, wenn er sich hier noch 3-4 Hände fängt, könnte die ganze Lappen hier quasi am Jochbein sich öffnen und dann riesen Cut entstehen. Wäre krass, wenn der Skullman noch ein paar Jahre jünger wäre, ne? Und körperlich noch etwas fitter wäre. Das wäre ein richtig geiler Fight. Warte mal, was? Der 39-jährige ist Ex-UFC-Fighter? Ah, okay, wusste ich nicht. Abner Skullman Joveras, 22-12 seine Bilanz. Der ist auch Profi-MMA-Fighter, aber UFC-Fighter ist er nicht. Am 11. Dezember 2015 hat er bei The Ultimate Fighter einen Kampf gemacht, aber er hat keinen UFC-Fight gemacht. Er hat in der UFC-Show mitgemacht, aber nicht bei UFC, aber der hat auch bei M1 gekämpft hier. M1. Das war ja die krasseste Organisation früher, M1. Also doch ein sehr, sehr erfahrener Fighter. Krass. Abartig, woher haben die Luft? Es ist nur noch Adrenalin und Wille. Ich glaube, beide sind schon sehr, sehr müde. Hoiboy ist auch nur noch so fit, weil er halt einfach der deutlich jüngere Typ ist. Wow, warte mal, Hoiboy hat sich hier gerade miese Sachen gefangen. Zwei Knie hintereinander. Da ist er selber kurz in Gefahr gekommen. Oh. Krass. Also ich weiß, der Fight ist jetzt vielleicht nicht ganz so explosiv und spannend wie viele andere Kämpfe bei King of the Streets vorher, weil es einfach den Early Knockout nicht gibt. Er fehlt hier halt. Aber rein vom Kämpferischen hier, wieder kurzer linker Haken oben an den Kopf von Hoiboy. Rein vom Kämpferischen ist das schon ein Augenschmaus, ja? Das ist krass, das ist eine unfassbare Leistung, was die beiden gerade abliefern. Die hauen sich so auf die Fresse, dass sich sogar die Bandagen mittlerweile lösen. Aber Hoiboy ist halt auch krass, ne? Bei dem öffnet sich nicht mal ein Cut oder so. Der hat jetzt selbst schon echt einige harte Hände genommen. Bei dem öffnet sich aber nicht mal ein Cut. Kein Kratzer im Gesicht. Also ich weiß nicht, woraus seine Haut besteht, aber der hat eine krasse Haut. Weil Skullman hat hier schon einige sehr gute Hände selber getroffen. Und auch Ellbogen und Knie und jetzt nochmal Ellbogen, ne? Er trifft die, aber schaut euch mal das Gesicht von Hoiboy an. Das sieht aus, als wäre er gerade von der Maniküre gekommen oder sowas. Als ob er gerade bei seinem Schönheitsmenschen einen Termin hatte. Die hat geklatscht, Junge. Und? Ist mittlerweile mal ein Cut offen oder so? Nö, immer noch nicht. Gar nichts, kein Kratzer. Also, der hat eine Elefantenhaut oder so, glaube ich. Ich schwöre es euch, das kann ja nicht anders sein. Habt ihr gehört, wie es gerade geklatscht hat? Direkt in die Fresse, diese Rechte. Wie kann es sein, dass bei dem nicht mal ein Cut offen ist? Oh, da hat er ihn runtergeschickt. Der linke Haken hat getroffen. Oh, jetzt kommt es mit diesen Bodenstampfern und allem. Ich hoffe, es wird nicht zu dreckig jetzt. Weil es war bis jetzt echt ein guter Fight. Boah, das ist natürlich jetzt extrem eklig, ne? Er hat eh schon fast gar keine Luft mehr, der Skullman. Und jetzt muss er auf dem Boden liegen und sich den Ground and Pound über sich ergehen lassen. Das mag ich ja gar nicht, diese Tritte zum Kopf auf dem Boden. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Rainer!
Was? Hat er ihn wirklich angespuckt? Oh shit! Tatsache, jetzt habe ich das gesehen. Also ob das jetzt wirklich noch sein musste, seinen Gegner ins Gesicht spucken, damit er... Das ist halt jetzt wirklich die richtig dreckige Straßennummer halt, ne? Ja, wie gesagt, muss nicht sein. Aber King of the Street sagt ja immer wieder, die sind keine Sportveranstaltung, die wollen auch nicht eine Sportveranstaltung sein. Deswegen ist bei denen mehr oder weniger alles halt gültig und funktioniert. Muss man halt akzeptieren, ne? Ob man das feiert oder nicht, das sind ihre Regeln und die Fighter wissen ja auch ganz genau, was die Regeln sind und melden sich dann bereit, um dort zu kämpfen. Boah. Ja, ich glaube schon, mittlerweile könnte man da eigentlich mal dazwischen gehen und den Kampf stoppen, ja, weil viel mehr kommt jetzt von Skullman nicht mehr. Er ist einfach zu erschöpft, um sich hier noch vernünftig zu wehren. Kampf geht mittlerweile seit 19 Minuten durchgehend, keine Pause. 19 Minuten durchgängig Fight. Dass beide nicht hier gerade umfallen und einen Herzinfarkt bekommen aufgrund von Konditions- oder Lungenproblemen, das ist schon ehrlich ein Wunder. Aber da sieht man mal, wie viel ein Mensch eigentlich wegstecken kann, ne? Das ist auch zum Beispiel der Grund, ich erzähle es euch ja immer wieder, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Boxhandschuhe eingeführt wurden. Früher gingen die meisten Boxkämpfe, das waren auch alles Bärnackel-Boxkämpfe, stundenlang. Die ganzen Leute denken ja, ich sag das ja immer wieder, die Leute denken, Boxhandschuhe wurden eingeführt, damit die Fighter geschützt werden. Ganz im Gegenteil. Die Boxhandschuhe und so wurden nur eingeführt, damit Fighter sich besser Knockout-Fight hauen können. Nein. Boxhandschuhe wurden nicht eingeführt, um die Kämpfer zu schützen. Falsch. Boxhandschuhe wurden eingeführt, damit die sich besser Knockout hauen können. Übrigens, hier geht der Kampf zu Ende. Brian Hoiberg hat den Fight jetzt gewonnen. Aber jetzt nochmal kurz zum Thema. Boxkämpfe früher, Bärnackel-Boxkämpfe, gingen zu lange. Die sind teilweise eine Stunde lang gegangen und keiner ist Knockout gegangen, weil die Fighter nicht mehr voll draufhauen konnten. Die haben sich so die Hände kaputt gemacht, dass ihre Hände dann so, so Wattestäbchen-Hände waren. Keiner ist runtergegangen und das Publikum hat sich nicht mehr für die Kämpfe interessiert, weil die zu lang und zu langweilig waren. Also haben die gesagt, okay, wir müssen irgendwas einführen, was die Hände der Fighter schützt, damit die noch härter draufhauen können, den anderen ausknocken können. Dann haben die halt diese Lederhandschuhe eingeführt und dann ging es mit den Knockouts immer öfter zur Sache. Ja? Und die Kämpfe wurden kürzer, es gab immer mehr Knockouts und dann hat man das immer weiterentwickelt. Also Boxhandschuhe und so wurden nicht eingeführt, damit die Fighter gesünder sind. Ganz, ganz im Gegenteil, ja? Damit ihr euch da nicht täuscht. Aber krass, der Fight war wirklich gut. Natürlich an der einen oder anderen Stelle hat er sich ein bisschen gezogen, weil da war schon ein bisschen die Luft raus. Aber dennoch sehr, sehr wilder Fight von beiden.